Hände auf die Beckenschaufeln legen und mit der kleinen Fingerseite ein wenig in die Leiste schieben, bis du spürst, dass die Leiste weich wird und unterhalb des Bauchnabels zwischen Matte und Rücken eine kleine Lücke entsteht. Dort darf ein Schmetterling schlafen, den wir jetzt während der nächsten Übungen auf gar keinen Fall zerdrücken. Oberschenkelmuskeln ruhig mal mit Hilfe der Handbewegung, die so nach außen streicht, die Oberschenkelmuskeln aus der Leiste ausdrehen. Sehr schön. Spür, wie deine Beckenschaufeln weich und weit werden, sich neben deinem Kreuzbein in die Matte entspannen. Hier braucht es den Gegenzug Sitzbeinknochen, Steißbein, Schambein, Unterrand verlängern Richtung Fersen. Das Kreuzbein vom Steißbein lösen, ein wenig an die Körper, in die Körperinnenseite entspannen und von hier aus in eine schöne Länge schicken, mit den Rest der Wirbel zum Kronenpunkt fließen lassen. Gleichzeitig hältst du aber diesen zarten Zug an Sitzknochen, Steißbein und Schambein, Unterrand. Entspanne deine Wirbelsäule in eine schöne Länge. Leg die Hände auf die Rippenansätze. Atme ein, öffne die Rippen in alle Richtungen. Durchaus auch hinten die Rippen weit werden lassen. Und beim Ausatmen spüre, wie dein Brustkorb sich noch ein wenig weiter vom Becken weg entfernt, sich in dein Schulterdach hineinkuschelt und die Schulterblätter fließen noch mal tiefer in den Rücken hinein. Schlüsselbeine weit, bis die Armkugeln seitlich in die Matte tropfen. Sehr schön. Hände jetzt zur Decke verschränkt ausdrehen, Arme locker wieder in die Matte zurücksinken lassen, ne? Dass sie nicht hier oben rausziehen, sondern wirklich die Armkugeln in die Matte schmelzen lassen. Oberarmmuskeln weich zurückfließen lassen, aus der Achselhöhle ausdrehen und jetzt nochmal ganz bewusst dein Bauchnabel X vernetzen zum rechten Sitzbeinknochen, den Bauchnabel zum linken Schulterdach, zum linken Sitzbeinknochen, zum rechten Schulterdach und spür, wie diese Enden dieser Linien wie Sonnenstrahlen noch weiter den Körper ausdehnen wollen und dein Körper folgt bereitwillig. Jetzt die Arme in ein paar zarten Bewegungen immer mehr nach hinten schwingen lassen, ohne dass sich etwas an deiner Länge verändert. Und du spürst schon die Dehnung an der Bauchseite. Der Bauchnabel zieht sich zum Schambein, zum Brustbein lang und legt sich an die Wirbelsäule. Schön. Und dann bleib mit den Händen hier im Hochturm hinter deinem Kronenpunkt und lass deine Schlüsselbeine ganz, ganz weit werden. Ich mag es immer hier diesen Zug zu halten, gerade wenn ich in die Bauchübung gehe, denn dann schaffe ich es noch besser, die Bauchlinie in dieser Länge zu lassen und Brustkorb und Becken in einem weitmöglichsten Zustand voneinander zu entfernen. Immer wie zwei Halbkugeln. Rechte Ferse saugt einen Honigtropfen, linke Ferse erstmal Kontakt aufnehmen. Ist der Beckenboden dabei aktiv? Du spürst es daran, dass deine Sitzbeinknochen im Wechsel reagieren. Oder hinten am Kreuzbein spürt man es auch manchmal, dass da eine Regung passiert. Die Beckenschaufeln bewegen sich weich am Kreuzbein. Wichtig ist, die Leiste vorne bleibt weich. Ne? Die will schnell helfen. Entspanne bewusst die Beinvorderseite, die Leiste. Und dann spür, wenn du dein rechtes Bein jetzt leichter werden lässt, wie der Kronenpunkt zwischen die Hände, Sitzknochen im Gegenzug bleiben, wie das zu Leichtigkeit in den Beinen führt. Rechts und links im Wechsel das Bein anheben und die Bauchlinie ganz bewusst lang nach innen schicken. Sehr schön. Und dann heb die Beine nacheinander an.
Und jetzt wird es etwas intensiver. Breite nochmal bewusst deine Beckenschaufeln aus. Lass die Schulterblätter tief. Kronenpunktsitzknochen im Gegenzug. Der Schmetterling schläft. Und jetzt von hier aus im Wechsel die Fersen in den Boden stupsen. Bauchnabel lang. Spür, dass hinten die Rippen nicht ausbrechen und das Kreuz sich hohl anfühlt. Vorn und hinten die Linien verbinden. Wirbelsäule bleibt in der Zugspannung, Bauchlinie legt sich an die Wirbelsäule. Sehr schön. Dann die Beine oben lassen, sodass die Knie etwas zur Brust gezogen sind und trotzdem die volle Länge der Wirbelsäule halten. Die Arme lösen, einmal greifen deine Matte, mit den Händen deine Matte neben deinem Becken greifen. Und die Wirbelsäule nochmal ultra lang aus dem Becken rausfließen lassen, während die Hände die Matte etwas Richtung Fußende ziehen. Spür, was das für eine Auswirkung hat auf die Länge deiner Wirbelsäule. Bleib trotzdem weich in der äußeren Muskulatur. Wenn du keine Matte hast, sondern auf einem Teppich liegst und hier keinen guten Griff hast, kannst du dir auch ein Handtuch darunter legen und das ziehen. Wenn du gar nichts gerade zur Verfügung hast, dann ist das auch nicht schlimm. Dann kannst du die Handwurzeln etwas zum Mattenende dehnen und gleichzeitig die Wirbelsäule aus dem Schulterdach rausziehen. So, ne? Einmal das rechte Bein, ich mache auch rechts, zur Decke. Dabei bleibt der Oberschenkel vorne weich. Also es ist so, als würdest du die Beinrückseite wie eine Strumpfnaht lang ziehen. Die Kniekehle dehnt zur Ferse und zum Sitzknochen gleichzeitig. Ruhig mit den Händen dich mal selber coachen hier und die Leiste noch weicher werden lassen. Die Oberschenkelmuskeln aus der Leiste ausdrehen. Links genauso schön die Linie an der Beinrückseite in die Länge holen. Kniekehle zur Ferse und zum Sitzbeinknochen. Oberschenkelmuskeln auch hier weich. Ruhig mal mit beiden Händen die Muskeln ausdrehen. Zugspannung in der Wirbelsäule bleibt. Und dann wieder die Matte oder das Tuch greifen oder die Hände Richtung Fersen dehnen. Aktiv am Kronenpunkt in den Gegenzug gehen. Bauchnabel X ist aufgespannt. Rechter Sitzknochen, linkes Schulterdach. Linker Sitzknochen zum rechten Schulterdach. Rechten Schulterdach. Und den Bauchnabel wie eine schöne Länge an die Wirbelsäule bringen. Und dann rechtes Bein langsam absinken lassen, so weit es geht und du diese Aufspannung halten kannst. Und der Bauchnabel will sich wirklich lang wie ein Theraband an die Wirbelsäule legen. Unbedingt diese Linie halten. Wenn du merkst, wenn du zu ehrgeizig bist und das Bein zu tief sinken lässt und der Bauch rückt, ploppt so raus, dann ist es zu viel. Du kannst das mit der Zeit steigern. Eine Steigerung können wir jetzt schon zusammen machen. Einmal die Beine kurz lösen, Unterschenkel nach unten tropfen lassen. Und jetzt nochmal Sitzknochen, Kronenpunkt auseinander dehnen und gedanklich zwei Linien an der Seite der Wirbelsäule lang bis zu den Ohrenspitzen dehnen. Vom Becken an die Seitbänder sozusagen aktivieren, während die Sitzknochen unbedingt den Zug halten Richtung Fersen, Richtung Mattenende. Und dann an den Ohrenspitzen den Kopf anheben, über die seitlichen Längsbänder, Kronenpunkt zur Decke. Und die Beine nochmal hochholen. Und das gleiche wie eben Bauchnabel X aufspannen, Kronenpunkt zur Decke holen. Über die seitlichen Halsmuskeln arbeiten. Der Hals vorne möchte die Halsmuskeln vorne an den Nacken entspannen. Also richtig hochkommen mit dem Kopf. Bauchlinie bleibt innen und lang. Brustbein zum Kinn. Schön. Und du kannst hier auch, wenn du merkst, es krampft doch zu sehr im Kopf, die Hände an den Hinterkopf nehmen. Und jetzt bleib mit den Sitzknochen in der Zugspannung. Bauchlinie innen. Dann die Beine anwinkeln und
Und direkt hier die rechte Ferse nach vorne schieben. Und jetzt zieh den Bauchnabel gedanklich zur rechten Ferse und zum linken Schulterdach. Und öffne mit dem Brustbein ein wenig zum linken Knie. Und wechsel linke Ferse, rechte Schulterdach. Den Bauchnabel auseinanderziehen. Schläft dein Schmetterling noch. Schön. Bauchnabel innen lassen. Unbedingt. Du brauchst die Beine auch gar nicht zu weit rausschieben. Es reicht, auch hier zu bleiben. Wichtig ist, dass du das halten kannst mit deiner Bauchlinie. Guck nach dir, ne? Du kannst auch die Fersen im Wechsel nach unten bringen. Kronenpunkt wird zur Decke. Nacken bleibt lang. Und wahrscheinlich feuert es jetzt schon, welche Variante auch immer du gewählt hast. Einmal lösen. Kopf ein wenig weiter entfernt von obersten Halswirbel ablegen als vorher. Raum schaffen am Kopfgelenk. Die Arme einmal seitlich abgeben. Handwurzeln in den Boden. So ein bisschen auseinanderdehnen und die Oberarmkugeln in die Matte tropfen lassen. Super. Kannst hier, wenn du möchtest, so ein bisschen bewegen, die Beine kreisen lassen an den Beckenschaufeln, ohne deinen Schmetterling dabei beim Schlafen zu stören. Ganz zart. Sehr gut. Eine letzte Überraschung gibt es noch. Wenn du bereit bist, greif wieder die Matte oder schieb die Handwurzel noch mal nach unten. Oder was auch gut ist, wir machen das mit den Händen, dass wir unterhalb des Rückens gehen, da wo dein Schmetterling schläft, dass du einen Kontakt hast, dass deine Rückenmuskeln lang und entspannt sind hier. Handwurzeln im Boden, Ellbogen auseinanderdehnen, Oberarmkugeln dürfen wieder aus dem Schulterdach in die Matte tropfen. Auch wenn sie es nicht sofort machen, lass zu, dass sie da weich rausfließen. Manchmal brauchen die eine Weile. Keine Sorge. Jetzt noch mal ganz bewusst die rechte Beckenhälfte, die linke Brustkorbhälfte in die Matte entspannen. Linke Beckenhälfte, rechte Brustkorbhälfte. Sitzknochen, Kronenpunkt halten, den Gegenzug und die Beine noch mal nacheinander zur Decke strecken, ohne sie durchzustrecken. Das ist wichtig. Immer schauen, dass du hier in der Leiste möglichst weich bleibst. Oberschenkelmuskeln fließen weich aus der Leiste raus. Innenfersen zart aneinander legen und so ein wenig, jetzt würdest du einen Schmetterling dort halten und ihn ganz sanft massieren. Und dann pulsieren die Fersen hoch. Du hast hier Kontakt, dass der Schmetterling nicht zerdrückt wird und die Rückenmuskeln weich und lang bleiben. Bauchnabel X zum rechten Sitzknochen zum linken Schulterdach, zum linken Sitzknochen zum rechten Schulterdach aufspannen und dann pulsieren die Fersen ineinander und du kannst sie langsam absinken lassen. Kronenpunkt im Gegenzug und wirklich aufpassen. Bauchlinie hält die Länge zwischen Schambein und Brustbein, legt sich der Bauchnabel an die Wirbelsäule. Auch hier kannst du mit den seitlichen Längsbändern an der Wirbelsäule bis in die Ohrenspitzen die Länge halten. Und so ein bisschen auf und ab. Oberschenkelmuskeln ausdrehen, Oberarmmuskeln ausdrehen und spüren, dass du hier wirklich auch keine größere Lücke machst. Ne? Dass es hier nicht hochkommt, dein Brustkorb, sondern du bleibst mit dem Rumpf genau so. Und nur so weit mit den Beinen tiefer gehen, wie du das halten kannst. Wer mag, kann natürlich auch wieder den Kronenpunkt dabei zur Decke nehmen. Und dann bleib ruhig mal an dem Punkt, der dich genau fordert. Oberschenkelmuskeln ausdrehen, Kronenpunkt zur Decke, Fersen ineinander pulsieren, Bauchnabel lang, Schmetterling lebt. Ja, ich kann auch nicht mehr so gut reden jetzt. Schulterblätter tief im Rücken halten. Und dann lösen den Kopf ganz bewusst noch ein Stückchen mehr. Vom Atlas lösen, Beine lösen
Und dann kannst du hier mal die Beine halten, etwas durchbewegen. Sehr gut. Nacheinander die Füße aufstellen und nacheinander die Fersen ausstreichen, bis die Beine lang und entspannt in der Matte liegen. Leisten öffnen. Der kleine Schmetterling sollte jetzt durch dieses Ausstrecken der Beine nicht noch mehr Platz bekommen haben. Die Sitzbeinknochen Richtung Fersen und ruhig mal mit den Handwurzeln deine Beckenknochen hier vorne etwas zur Achselhöhle schicken. Dabei loslassen die äußeren Oberschenkelmuskeln, Sitzknochen lang und an der Beinrückseite eine schöne Länge bekommen. Als würde deine rechte Kniekehle sich zur Ferse dehnen, die linke Kniekehle zum Sitzbeinknochen, linke Kniekehle zur Ferse, rechte Kniekehle zum Sitzknochen. Ein paar Mal und dann ruhig gleichzeitig die Beinrückseiten lang lassen. Beckenknochen vorne bleiben, ein wenig zur Achselhöhle gedehnt, während deine Sitzknochen die Länge Richtung Fersen halten. Hände nochmal an die Rippen ansetze und hier dein Zwerchfell, was ja wirklich ein wichtiger Bestandteil ist für deine Aufspannung, dass der Brustkorb schön weit weg vom Becken bleibt und damit auch die Bauchmuskeln, die Taille in eine schöne Länge eingeladen wird. Einatmen, das Zwerchfell radial ausdehnen. Ausatmen, schmelzen die Rippen. Spür, wie deine Schultern loslassen. Die Schultern wollen ja auch immer viel zu viel machen, wenn wir an den Bauchmuskeln arbeiten. Immer wieder schauen, lässt du da wirklich an den Schultern los. Einatmen, nochmal weit öffnen, das Zwerchfell ausatmen. Spür, wie im Brustkorb, wie ein Ballon, das Zwerchfell zum Schulterdach fließt. Und die Schulterblätter weich loslassen können. Sehr gut. Dann die Ellbogen nochmal zur Seite, Handflächen im Boden. Ein wenig auseinander pulsieren, die Ellbeugen Richtung Fersen, Ellbogen kopfwärts wäre optimal. Die Armkugeln noch mehr loslassen. Bauchnabel jetzt zur rechten Ferse, zum linken Schulterdach, zur linken Ferse, zum rechten Schulterdach lang werden lassen. Kronenpunkt-Sitzknochen aktiv auseinanderdehnen. Seitliche Längsbänder, die helfen dir noch länger auch in der Taille zu werden. Einmal am Kreuzbein entlang über die seitlichen Seite der Wirbelsäule rechts und links, ne, die seitlichen Dornfortsätze entlang bis zu den Ohrenspitzen. Und dann noch einmal in einem Zug jetzt über diese Länge den Kronenpunkt zur Decke bringen. Handwurzeln leicht in den Boden saugen, weit bleiben am Schulterdach, Schulterblattspitzen in den Körper holen. Und den Kronenpunkt richtig hoch. Wenn du nur halb bleibst, krampft der Nacken umso mehr. Je höher der Kronenpunkt wirklich zur Decke zeigt und der Hals an den Nacken abgegeben werden kann, umso leichter wird es paradoxerweise. Bauchnabel zur rechten Ferse, zum linken Schulterdach, linkes Bein anheben, linke Ferse, rechtes Schulterdach, rechtes Bein anheben, Bauchlinie lang und flach. Und wenn du das ein paar Mal machst, ruhig schneller werden und beobachten, das liegende Bein wird dabei nicht in den Boden gedrückt, sondern bleibt ganz leicht. Auch hier gilt, wenn du merkst, der Nacken kann nicht mehr, mach das ruhig eine Weile, weil wir wollen ja auch diese Muskulatur aktivieren und richtig kraftvoll den Hals aus dem Schulterdach rauswachsen lassen. Aber du kannst dir auch hier wieder die Hände an den Hinterkopf legen. Ich weiß es ja, ich spüre es ja selber, dass das auf die Dauer sehr herausfordernd ist. Schulterblätter tief, du hörst an meiner Stimme, es darf zittern. Und dann ruhig mal ein Bein oben lassen, Oberschenkelmuskeln ausdrehen und den Kronenpunkt zur Decke. Bauchlinie bleibt innen, linkes Bein bleibt leicht, linkes Bein hoch,
rechtes Bein bleibt leicht, Oberschenkel ausdrehen, Bauchnabel bleibt innen, lange Taille, Ohrenspitzen mit dem Kronenpunkt zur Decke, Schulterblattspitzen zurück. Jede Seite noch einmal wiederholen, rechtes Bein hoch, Bauchnabel lang, Rückenlinie lang und entspannt und linkes Bein hoch, rechtes Bein bleibt leicht. Auch hier in die Länge arbeiten. Beobachte deine Schultern. Und dann leg den Kopf, die Beine ab, den Kopf noch ein Stückchen weiter weg als vorher. Arme zur Seite abgeben. Immer noch Handwurzeln in die Matte, Handgelenke in die Matte, in den Boden. Armkugeln weit. Und jetzt entspanne einmal so richtig schön in die Länge. Atme an der rechten Ferse ein. Leite den Atem ganz bewusst diagonal zur linken Achselhöhle. Atme dort aus. Lass die Armkugel weich aus dem Schulterdach los. Links an der Ferse einatmen, diagonal zum rechten Schulterdach. Und auch hier weich. Die Oberarmkugel aus dem Schulterdach lösen. Ob du an der Achselhöhle oder Schulterdach ausatmest, ist tatsächlich dir überlassen, wo du noch besser loslassen kannst, das Schulterdach. Da ist es gut. Und einatmen an beiden Fersen. Jetzt begleitet der Atem durch die gesamte Körperlänge, durch den Spinalkanal der Wirbelsäule zum Kronenpunkt. Atme aus und auch hier in die Länge entspannen. Noch ein paar Atemzüge einfach loslassen. Spür die Länge, wie deine Bauchlinie sich lang und aktiviert anfühlt. Die Taille lang. Die Wirbelsäule fühlt sich so an, als würde jeder Wirbel ein wenig vom nächsten wegfließen. Nochmal ganz bewusst die Augenhöhlen weit werden lassen und die Augäpfel in den Schädel entspannen. Und auch die Augäpfel mal ganz bewusst mit dem Einatmen weiten, mit dem Ausatmen entspannen. Spür, wie das auch Entspannung in den Nacken bringt. Der Übergang zwischen Schädelbasis und Halswirbelsäule wird ganz weich und weit. Und dann öffne die Augen wieder mit einem weichen, weiten Blick. Stell ein Bein auf, komm mit langer Wirbelsäule auf die Seite und von hier aus nach oben. Du hast es geschafft und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Eine kleine Baucheinheit für zwischendurch. Passt immer rein und es wirkt wirklich super energetisierend, finde ich. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.